Hier steht, Sie haben als Pokerspieler gearbeitet. Online-Pokerspieler. Haben Sie noch andere Arbeitserfahrungen gemacht? Habe ich. Online-Umfragen. Aber so auf Dauer? Warst du schon wieder da? Der will mir wirklich sagen, Pokern sei kein richtiger Beruf. Hey, erzähl doch einmal von deinem alten Job. Nee, die fragen doch bestimmt, warum ich rausgeflogen bin. Warum du bist rausgeflogen? Was soll's, ich hab dir für morgen noch ein Interview besorgt. Mein Chef kannte da noch jemanden. Um 8, okay? Geht nicht. Ich hab Tournament. 5000 sind im Pott. Diesmal ist er meiner. Eddie ist ein Guter, immer für einen da. Und außerdem kennt er jedes Partyspiel, jedes. Einmal hat er uns eine Mischung aus Doppelkopf und Mühle gezeigt. Legendärer Abend. Wir haben Eddie gesagt, er darf so lange bei uns wohnen, bis er einen neuen Job gefunden hat. Und das war vor 11 Monaten. Maja, kannst du mir bitte mal ein Bier her meditieren? Ich hol dir eins. Aber nur wegen meiner Karma-Punkte. Eddie habe ich schon vor Jahren ins Herz geschlossen. Die ersten paar Wochen waren ja auch okay. Seine Aura blockiert einfach meine Chakren. Wo ist meine Bier? Eddie. Das ist lustiger Mensch. Mit ihm, ich kann immer trinken. Aber unter uns stinkt ein bisschen. Hey, bereit für dein Interview morgen? 8 Uhr, ja? Immer dieses dem Geld hinterherrennen. Das ist für Leute, die nicht mit ihrem Leben zufrieden sind. Mir geht's doch gut. Ich meine, klar, ich wohne ja seit 11 Monaten mietfrei. Aber ich tue ja keinem weh. Wir haben also beschlossen, Eddie ein wenig unter die Arme zu greifen. Als Freunde. Ich habe Eddie schon ein paar Mantras beigebracht. Du hast Interview? Du musst sein locker. Wie? Ist ganz einfach. Na, Storovia. Nichts hören auf Maja. Ist eine schwache Frau. Im Interview, du musst sein. Stärker. Was? Schon wieder da? So, gibt's jetzt eigentlich was zu essen?